Hallo, heute zeige ich euch mal, wie man eine Strumpfanziehhilfe selber bauen kann. Zwar braucht ihr dafür einen Eimer, ganz normalen 10-Liter-Eimer. Dann müsst ihr auf dem Eimer auf der Seite eine Schablone, die man ausdrucken kann, die bekommt man also auch ausgedruckt, auflegen. Dann wird das praktisch ausgeschnitten. Also ich habe genommen eine Plastiksäge, damit geht es am besten. Dann kann man die Seiten vernünftig mit Schleifpapier schön abschleifen, damit da keine scharfen Kanten dran sind. Dann braucht ihr zwei Bänder dafür. Dann werden dort Löcher reingemacht. So, die Bänder sind durch die Löcher gezogen. Und im Endeffekt habt ihr eigentlich jetzt dort Griffe. Man kann oben also auch noch Schlaufen reinmachen, damit der Jugendliche, Kind oder auch Erwachsene das besser festhalten kann. So sieht das jetzt aus mit dem Strumpf. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie der junge Rheumatiker damit seine Strümpfe anziehen kann. So, nun wollen wir uns mal angucken, wie der junge Rheumatiker, ein junger Mann von 14 Jahren, die Strumpfanziehhilfe benutzt. So, Richard, du darfst. Also Fuß vorne rein und dann einfach oben mit den Bändern. Kann man also auch im Sitzen machen, kann man auch im Stehen machen. Einfach rausziehen und der Strumpf ist an, ohne dass man sich bücken muss.